Wenn ihr wahre Söhne... Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Talos möge euch leiten. Haltet die Augen offen. Himmelsrand ist die Geburtsstätte der Menschheit, die Geburtsstätte der Ehre. Und diese schneebuckligen Kaiserlichen haben sich von beidem losgesagt, als sie vor den Talmor kuschten. Noch schlimmer, um seinen Anspruch auf den Thron bezahlen zu können, verkauft der Kaiser Himmelsrand und sogar unsere Götter, ja selbst Talos, an die verdammten Elfen. Und was hat Torik getan? Er und die Jarl, die ihn unterstützt haben? Sie haben das Gold des Kaisers angenommen. Sie haben ihr Volk verraten für den Friedensvertrag eines Sklaventreibers. Ulfric hat das Richtige getan, als er ihn tötete. Bald erlösen wir Himmelsrand von den Elfen, ihren elenden Statthaltern und den Jarl, die sie in der Tasche haben. Diese ganze verdammte Bande. Und wir hacken uns einen Weg durch die Armee, um an sie heranzukommen. Zuerst haben sie uns so genannt, um unsere Sache lächerlich zu machen. Aber wir haben gar nichts dagegen, nach Ulfrichs Sturmmantel benannt zu sein, dem einzig wahren Großkönig von Himmelsrand. Wir sind die wahren Söhne und Töchter von Himmelsrand und Ulfric. Er ist der wahrste von uns allen. Wir kämpfen, um unser Land zu alter Größe zu führen, um starke, edle Tane an die Macht zu tragen und falsche Jarl sowie die Feiglinge, die sich hinter ihnen verstecken, zu stürzen. Der Klang unseres Zorns ist wie der eines Sturms, der auf die Köpfe unserer Feinde niedergehen wird. Unsere Freundschaft ist wie ein Mantel wahrer Brüderlichkeit für alle, die ihn tragen. Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr tretet überhaupt nicht bei. Entweder ihr seid eine wahre Tochter von Himmelsrand oder ihr seid es nicht. Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja... Dann verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Also gut. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Haltet die Augen offen. Ich kann es kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten.
Mädchen. Mit euch werde ich fertig. Oh.